Herzlich willkommen zum Screencast Einführung in Git. Wir werden Git ausschließlich in der Konsole verwenden, deswegen öffnen wir zuerst das Terminal. Git wird gestartet, indem wir kurz und knackig Git in die Konsole eingeben. Wenn wir dies nun mit der Enter-Taste bestätigen, bekommen wir die Hilfe von Git angezeigt. Dort stehen alle Optionen, mit denen Git verwendet werden kann. Bevor wir unseren Testdurchgang mit Git beginnen können, muss Git erstmal konfiguriert werden. Dazu geben wir der Konsole den Befehl git-config-global user.name und dann unseren Namen in Anführungszeichen ein. Anschließend konfigurieren wir noch die E-Mail-Adresse, indem wir den Befehl git-config-global user.email und dann unsere E-Mail-Adresse in Anführungszeichen eingeben. Um schließlich noch die farbige Gestaltung von Git zu konfigurieren, geben wir den Befehl git-config-global color.ui auto ein. Jetzt, wo Git konfiguriert ist, können wir mit einer kleinen Unix-Einweisung weitermachen. Fangen wir zunächst mit ein paar einfachen Unix-Befehlen an. Geben wir dazu zunächst den Befehl ls-l in der Konsole ein. Wie man unschwer erkennen kann, wird uns damit der Inhalt des aktuellen Ordners, in dem wir uns befinden, ausgegeben. Hier nochmal der Vergleich im Dateimanager und in der Konsole. Erstellen wir uns zunächst einen Testordner, in dem wir Git verwenden. Der Befehl dazu lautet mkdir und dann der Ordnername. Mit dem Befehl ls-l können wir jetzt kontrollieren, ob der Ordner wirklich erstellt wurde. Hier nochmal der Beweis im Dateimanager. Wechseln wir nun mit dem Befehl cd und danach den Ordnernamen in das Testverzeichnis, was wir eben erstellt haben. Mit dem Befehl cd Leerzeichen Punkt Punkt können wir wieder in den darüberliegenden Ordner wechseln. Und mit dem Befehl clear können wir die Konsolenausgabe wieder zurücksetzen. Dieses Unix-Wissen reicht uns fürs Erste aus, um Git verwenden zu können. Wechseln wir nun wieder in unser Testverzeichnis. Fragen wir zunächst den Status von Git ab. Wie die Ausgabe uns verrät, ist das aktuelle Verzeichnis noch kein Git-Verzeichnis. Aus diesem Grund initiieren wir das Verzeichnis zunächst als solches. Wenn wir nun erneut Git-Status eingeben, sehen wir ein anderes Ergebnis. Der Ordner ist nun mit Git initialisiert worden. Dies bedeutet, dass Änderungen nun vom Versionsverwaltungssystem Git überwacht werden. Um dies zu prüfen, öffnen wir unseren Editor Leafpad und erstellen auf die Schnelle eine Datei in diesem Ordner. Wir schreiben einen beliebigen Text hinein und speichern die Datei ab. Wenn wir nun erneut den Status von Git prüfen, zeigt er uns die neu erstellte Datei an. Die rote Farbe signalisiert, dass die Datei erkannt wurde, aber noch nicht von Git überwacht wird. Um die Datei zu den zu überwachenden Dateien hinzuzufügen, müssen wir mit dem Befehl git add und dann dem Dateinamen die Datei hinzufügen. Eine erneute Statusabfrage zeigt uns die Datei nun in grüner Farbe an. Diese signalisiert, dass die Änderungen zum Index hinzugefügt wurden. Als nächstes müssen diese Änderungen allerdings noch bestätigt werden. Dies machen wir mit dem Befehl git commit minus m und einer benutzerdefinierten Nachricht. Mit git status können wir nun prüfen, ob die Änderungen auch bestätigt wurden. Da bei der Ausgabe keine grüne oder rote Nachricht erscheint, wurde die Datei erfolgreich von git indiziert. Um das Ganze zu üben, erstellen wir auf die Schnelle eine neue Datei. Anschließend erstellen wir mit mkdir ein Unterverzeichnis und erstellen in diesem eine weitere Datei. Wenn wir dies getan haben, wechseln wir zurück in unser Git-Testverzeichnis. Ein einfaches ls-l zeigt uns an, dass unsere Eingaben erfolgreich waren. Selbstverständlich können wir die Änderungen auch im Dateimanager unserer VM beobachten. Nachdem wir sicher sind, dass die neuen Testdateien auch alle erstellt wurden, rufen wir erneut Git-Status auf. Wie wir sehen können, hat Git die Änderungen auch bemerkt. Allerdings sind die Dateien dem Index noch nicht hinzugefügt, weswegen sie noch rot markiert sind. Um nicht jede Datei einzeln hinzufügen zu müssen, können wir stattdessen einfach git add- eingeben. Dadurch werden alle Dateien im Ordner zum Index hinzugefügt, was der Statusbericht von Git uns natürlich bestätigt. Falls es mal dazu kommen sollte, dass wir eine Änderung vorschlagen, die nicht beabsichtigt war, so können wir diese mit einem einfachen Befehl wieder aus dem Verzeichnis nehmen. Der Befehl lautet git reset head mit Großbuchstaben und dann der Name der Datei, die wir aus dem Verzeichnis nehmen wollen. Eine erneute Statusabfrage zeigt uns nun, dass die Datei wie gewünscht vom Index genommen wurde. Mit einem weiteren Commit können wir die Änderung, die wir gemacht haben, nun bestätigen. Schauen wir uns als nächstes an, was passiert, wenn wir eine Datei überarbeiten.
Dazu bearbeiten wir die git-text.txt. Wie wir hier sehen können, hat unser Versionsverwaltungssystem diese Änderung auch bemerkt. Damit die test.txt nicht als einzige unverfolgte Datei stehen bleibt, füge ich sie schnell zum Index hinzu. Als nächstes wollen wir mal versuchen, die Änderung in der git-test.txt wieder rückgängig zu machen. Dazu geben wir, wie Git uns hier schon vorschlägt, den Befehl git-checkout --Dateiname ein. Jetzt können wir noch schnell prüfen, ob die Änderung auch wirklich rückgängig gemacht wurde. Wir öffnen die git-test.txt und können im Leafpad sehen, dass die ursprüngliche Variante wiederhergestellt wurde. Fassen wir zusammen. Um ein Git-Repository zu erstellen, müssen wir das Verzeichnis, in dem wir sind, zunächst initialisieren. Das machen wir mit dem Befehl git-init. Mit dem Befehl git-status können wir jederzeit den Status unseres Repositories betrachten. Noch unverfolgte Dateien können wir mit dem Befehl git-add und dem Dateinamen hinzufügen. Schließlich können wir die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Befehl git-commit -m und einer benutzerdefinierten Nachricht bestätigen. Nun haben wir das nötige Know-how, um unser kleines Projekt mit Git zu verwalten. Im nächsten Schritt werden wir einen Account bei GitHub erstellen und unser kleines Projekt dort archivieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.